Ich komme in die Lernwerkstatt, weil ich eine Leserechtschreibschwäche habe. Naja, motiviert hat mich eigentlich eher mein Kind dazu, weil ich ja irgendwann mein Kind mal helfen muss und ich beim Lesen halt auch viel Probleme habe und mein Kind meistens immer ankommt, kannst du mir mal helfen beim Lesen, und deswegen sitze ich hier. Also nicht lesen, rechnen und schreiben zu können, das ist hier in unserer Gesellschaft ein großes Tabuthema. Diese Menschen kommen mit einer großen Scham hierher. Das, was viele auch erzählt haben in der Schulkarriere, ist es halt so, dass man immer gedemütigt wurde, du kannst es nicht, lerne, 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 immer Druck aufgebaut. Und das erleben die halt hier im Lerncafé nicht. Da wird kein Druck von uns jetzt, die das machen, gesetzt, sondern sie bestimmen, was sie lernen wollen. Ich frage, was wollen wir heute machen? Ist das in Ordnung, dass wir heute rechnen? Wie ist das mit Texten? Welche Texte wollen wir bearbeiten? Ich habe den Eindruck, dass Freude da ist und vielleicht wächst das Selbstvertrauen etwas. Wenn ein Mensch sieht, dass er durch Übung einen Erfolg erzielt. Mein Kind erfreut sich, dass sie das merkt, dass ich ihr auch helfen kann und ja, dass mir das Spaß macht irgendwo. Jemand, der Interesse hat, an unserem Lerncafé teilzunehmen, der meldet sich erstmal bei mir. Dann schauen wir gemeinsam, was er gerade machen möchte, auch wo ich ihn unterstützen kann. Und dann wird er in unsere Lerngruppe, aber auch im Einzelsetting integriert ins Lerncafé und darf jede Woche einmal montags zu uns kommen.